meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zum zweiten MFC-Videolog. Im heutigen Thema würde ich Ihnen gerne ein bisschen näher das institutionelle Geschäft vorstellen und gleichzeitig auch den Leiter des institutionellen Geschäfts, der MFC, Herrn Thomas Löffler. Thomas Löffler hat auch schon jahrelange Erfahrung in dem Bereich und eventuell, Thomas, magst du auch noch ein paar Worte dazu richten? Ja, gerne. Also danke, Rupert, für das interessante Thema und für die Fragen, die ich noch beantworten darf. Im Prinzip geht es darum, den Zuhörer und unseren Investoren klarzumachen, dass institutionelle Anleger, so wie wir im Prinzip normale Anleger sind. Es gibt keine speziellen Wertpapiere, keine speziellen Tricks, gar nichts. Also in meinem Erfahrungsschatz von 25 Jahren kann ich nur sagen, dass sich natürlich im Laufe der Zeit das Thema institutioneller Anleger verändert hat. Früher warst du ein institutioneller Anleger, wenn das Volumen, das du zu veranlagen gehabt hast, groß genug war. Heutzutage sind strikte Unterteilungen zu treffen, die im WAG geregelt sind, vom Privaten über Institutionellen bis zur geeigneten Gegenpartei. Aber im Großen und Ganzen kann man Institutionelle vom Privaten unterscheiden, nicht nur im Volumen, sondern auch in der Art und Weise, wie wir mit dem Kunden unsere Tätigkeit aufnehmen und ihn beraten. Der wesentliche Unterschied ist bei einem institutionellen Anleger, wenn ich das mit einem Beispiel aus dem realen Leben vergleichen darf. Angenommen, wir sind Bauherr und auf der einen Seite haben wir einen institutionellen, auf der anderen Seite haben wir einen privaten, der ein Haus baut. Ein institutioneller ist ganz einfach erklärt, bei einem institutionellen gibt es eine Ausschreibung, der institutionelle hat genaue Spezifikationen, was er sich wünscht, wie es ausschaut. Und wir haben ganz einfach diesen Auftrag zu erfüllen. Umgesetzt bei einem Hausbauen wäre das eine Lieferung zum Beispiel von Ziegeln, um das Haus zu bauen. Wir wissen genau, wie der Ziegel ausschauen muss, den wir liefern müssen, die Spezifikationen und den liefern wir. Beim Privaten ist es so, dass wir alles nahezu wissen. Wir wissen, wie die Küche ausschauen soll, die Fenster, die Türen, die Böden, die Ziegeln, das Dach. Wir haben ganz einfach viel mehr Informationen vom privaten Kunden. Am Ende auf einen Punkt gebracht ist es so, dass beim institutionellen Anleger wir zwar wissen, was wir liefern müssen, aber wir kennen nicht das Ziel oder nicht genau das Ziel. Wir wissen nicht, wie das Ziel erreicht werden soll vom institutionellen Anleger. Beim privaten wissen wir es sehr wohl. Da wissen wir ganz genau, wie am Ende das Haus ausschauen soll, das er bauen möchte. Im Prinzip ist auch von der Veranlagung her nicht wirklich ein großer Unterschied zu machen. Es ist absolut nicht volumensabhängig oder nahezu nicht volumensabhängig. Da wollte ich eh auch gleich drauf reinkommen. Noch vorab, wenn man gerade sich das derzeitige Umfeld anschaut und die Medienlandschaft und die Märkte zurzeit beobachtet, wie kann man das zurzeit auf institutioneller Ebene beschreiben, beziehungsweise gibt es da irgendwelche Strategien oder Möglichkeiten, wie verhalten sich denn in der derzeitigen Marktphase institutionelle Anleger? Naja, da müssen wir vielleicht ein bisschen zurückschauen einmal. Beim institutionellen Anleger hat sich in den letzten Jahren ja sehr viel getan. Es gibt ja sehr viele Richtlinien und Schutzmaßnahmen, die institutionelle Anleger einhalten müssen gegenüber Privatanlegern. Das ist alles strikt geregelt und darin wird auch festgehalten, welches Risiko ein institutioneller Annehmer, zum Beispiel eine Versicherung, nehmen darf. Für jedes Risikogeschäft, das ein institutioneller Anleger nimmt oder eingeht, müssen auch dementsprechend nach diesem Regelwerk Eigenmittel zur Verfügung stehen. Das heißt, sein Risiko ist begrenzt über seine Eigenmittel. Hingegen beim Privaten ist es so, dass der Private bis zu einem gewissen Grad natürlich selbst sein Risiko mitbestimmt. Er kann risikoreicher oder risikoärmer veranlagen. Was bei beiden aber gleich ist, ist eines der wesentlichsten Bestandteile, die wir haben in der Veranlagung, und zwar das Thema Zeit. Für beide ist es wichtig, über längere Horizonte zu blicken. Wenn wir den jetzigen Stand der Märkte uns anschauen,
hat es natürlich einen dramatischen Abschwung gegeben. Sehen wir das in einem Zeitablauf von einem Jahr, schwächt sich das Ganze ein wenig ab. Wenn wir es über 5 oder 10 Jahre sehen, dann ist es mehr oder weniger ein Event, der nicht wirklich ins Gewicht fällt. Das heißt, wenn man das jetzt so zusammenfasst, im Endeffekt der richtige Unterschiede so in der Veranlagungsstrategie zwischen Großanlegern und den Privatkunden geht in beiden Richtungen, auch Richtung Finanzplanung und Zeithorizont. Das ist absolut richtig. Ja. Es ist nicht produktabhängig. Viele Privatanleger glauben, dass institutionelle Anleger ganz spezielle Produkte bekommen haben oder irgendwelche Geheimstrategien. Das ist eben nicht so. Das stimmt nicht. Es macht die Art und Weise aus, wie investiert wird. Der Mix macht es aus, die Diversifikation im Portfolio und natürlich der Zeithorizont. Wenn wir uns jetzt wieder anschauen, einen institutionellen Anleger, bleiben wir bei einer Versicherung zum Beispiel, dann gibt es in einer Versicherung eine Art Cashflow-Matrix. Die Cashflow-Matrix beschreibt, die wird von Mathematikern und Statistikern in der Versicherung erstellt, die von den Aktuaren. Und diese Cashflow-Matrix zeigt auf Jahre hinaus sämtliche Cashflows, die reinkommen und auch die rausgehen. Aufgrund dieser Matrix kann sich der Veranlager der Versicherung sehr stark daran orientieren, wie seine Veranlagung zu gestalten ist. Das passiert natürlich alles mit Systemen und mit verschiedenen Programmen. Das kann natürlich auch der Privatanleger machen. Der Privatanleger hat zwar keine Cashflow-Matrix im klassischen Sinne, aber er hat auch eine Finanzplanung. Er möchte sich ein Haus kaufen, eine Wohnung, ein Auto, die Kinder unterstützen während dem Studium. All das ist ja auch übertragbar in eine Art Cashflow-Matrix, die wiederum davon abhängt, wie viel Zeit habe ich. Es ist immer eine Frage, wie viel Zeit habe ich, mein Ziel zu erreichen? Ganz speziell bei Privaten und natürlich auch bei Institutionellen, wobei Institutionelle natürlich professioneller ausgestattet sind mit Mathematikern und Statistikern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir als MFC können zwar Mathematiker und Statistiker nicht komplett ersetzen, aber wir können exakt abbilden, was auch diese institutionellen Investoren mit ihren Portfolios machen. Wir haben die Systeme, wir haben die Programme. Jedes Kundenportfolio von uns, auch der privater Seite, kann so gestaltet werden wie ein institutionelles Portfolio. Noch eine abschließende Frage. Wenn man sich jetzt so die Strategien anschaut von Großanlegern oder institutionellen anderen Investoren, kann man da irgendwelche Dinge sich abschauen als Privatkunde, vielleicht als Berater, Strategien, die in dem Bereich sehr erfolgreich sind, die auch vielleicht im Privatkundenbereich sehr erfolgreich sein können? Naja, im Prinzip geht es auch da wieder, wie ich schon vorher gesagt habe, es ist ein sehr wesentlicher Faktor, ist der Faktor Zeit im den Ganzen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich die Ziele, die man sich setzt. Es sind unterschiedliche Ziele zu erreichen, auch bei Privaten. Die eine Seite könnte sein Kapitalerhalt, die andere Seite könnte sein, ich wünsche mir Wachstum jährlich. Was man vergleichen kann zwischen institutionellen und privaten, ist einzig und allein die Vorgehensweise. Gehe ich planlos vor oder habe ich einen Plan? Wie schaut meine Strategie aus? Welche Systeme verwende ich? Bin ich der, der bei geringen Schwankungen nervös wird? Oder arbeite ich genauso professionell wie ein Institutioneller? Aktuell ist es so, dass die Institutionellen oder der Sektor der Institutionellen die Portfolios nicht dramatisch verändert hat, da eben diese Portfolios langfristig ausgerichtet sind. Sehr viele Private, glaube ich, hat es kalt erwischt und haben begonnen zu verkaufen. In fallenden Märkten zu verkaufen ist nie eine gute Vorgehensweise, denn das zeigt eine Art von Dramatik, eine Art von Stress. Das Portfolio sollte so ausgerichtet sein oder so diversifiziert sein, dass man natürlich den Schock so gut wie möglich übersteht, aber
immer daran denken muss, dass im Zeitverlauf das Ganze besser wird. Super. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dieses sehr interessante Gespräch. Ich sehe, du sitzt gerade bei unserem Büro im Wiener Innenstadtbüro auf der Terrasse und genießt ein bisschen die Sonne. Ich hoffe, dass du da jetzt noch ein paar Minuten weiter das genießen kannst und freue mich schon auf ein zukünftiges weiteres Gespräch. Dankeschön. Danke für die Fragen. Und ja, die Terrasse ist recht angenehm. Momentan ist es ja sehr ruhig, weil noch viele zu Hause sind. Aber so wie wir beide arbeiten, gibt es sicher viele, die über die neuen Medien kommunizieren. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft Einzug halten wird. So auch wir sollten versuchen, unseren Kunden eben näher zu bringen, unseren Zugang im MFC, dass wir auch institutionelle Strukturen und Portfolios für Private abbilden können. Super, ich glaube, das war ein perfektes letztes Wort. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und freue mich auf bald. Dankeschön. Auch dir noch einen schönen Tag. Tschüss.